Der Legende nach waren es nicht die Sennen, sondern die Ziegen, welche uns vor 500 Jahren über eine salzhaltige Quelle den Weg zum Sel de Salp, dem Salz der Alpen, gezeigt haben. Ein Hirte bemerkte damals, dass seine Herde immer an derselben Stelle an einem Bach zum Trinken Halt machte. Als er das Wasser kostete, stellte er fest, dass es salzig war. Dass die Schweizer dieses lebensnotwendige Element so unverhofft entdeckten, war für sie, die so weit vom Meer entfernt lebten, wie wenn sie einen kostbaren Schatz gefunden hätten. Deshalb bauten sie die kilometerlangen Tunnel und unterirdischen Kammern der Salzminen von B, sodass sie das weiße Gold im Herzen des Salzbergs gewinnen konnten. Bis heute bauen wir das Sel de Salp ab, im letzten aktiven Salzberg der Schweiz. Wir produzieren tief im Inneren des Berges reinste Salzspezialitäten und würzen damit, wie in früheren Zeiten, unsere Speisen. Wer das Fondue erfunden hat, ist bis heute noch nicht restlos geklärt. Entweder waren es die Sennen, welche neue Rezepte ausprobierten, oder die Mönche, welche in der Fastenzeit einen Weg suchten, um den Hunger zu stillen, da sie keine feste Nahrung zu sich nehmen durften. Eines aber ist sicher. Mit unserem Sel de Salp aus B schmeckt jedes Fondue besser denn je.